Schloss Ludwigsburg, eine der größten und schönsten barocken Residenzen der Welt. Hier gründet Herzog Karl Eugen am 5. April 1758 die Porzellanmanufaktur Ludwigsburg, die bereits nach wenigen Jahren eine herausragende Stellung in Europa einnimmt. Weltweit schätzen Porzellankenner bis heute die Kunstwerke aus Ludwigsburg, wo man sich zur Aufgabe gemacht hat, historische Arbeitstechniken zu erhalten. Formen und Dekore des Barock und Rokoko werden gepflegt und nach wie vor in traditioneller Weise gefertigt. Jedes Stück Ludwigsburger Porzellan wird von Hand geformt, bossiert, verputzt und anschließend frei bemalt und vergoldet. Einzigartig ist der hohe Anteil individueller Auftragsfertigung. Gerne darf dabei der Kunde dem Künstler über die Schulter sehen, während nach seinen Wünschen dekoriert und verziert wird. All das mag bereits Goethe begeistert haben, als er zum ersten Male sah, wie sein berühmtes Gedicht über das Ginkgo Biloba von den Künstlern in Ludwigsburg auf wertvollstem Porzellan verewigt wurde. In deutlichen, seiner eigenen Handschrift nachempfundenen Verszeilen, die in unvergleichbarer Weise auf strahlendem Weiß harmonieren mit den herbstlich leuchtenden Blättern des Fächerblattbaumes. Jeder Künstler weiß, für wen er ein Stück bemalt, und in jedem bemalten Porzellan steckt ein Tropfen Herzblut seiner selbst. Es erfüllt ihn mit Stolz, wenn er sagen kann, dieses Stück entspringt der Idee meines Auftraggebers, dem handwerklichen Geschick unserer Porzellanbrenner und meiner über Jahrzehnte gewachsenen Erfahrung des kunstvollen Verzierens eines der edelsten Materialien. Porzellan aus Ludwigsburg ist nicht allein wertvollstes Material in vollendeter Formgebung. Porzellan aus Ludwigsburg ist eine einzigartige Hommage an seinen Besitzer.